Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Call to Arms, Gates of Hell. Es geht weiter, es geht weiter. Ja, erstmal, es gab Patch-Notizen, also es gab ein Update. Musste ein bisschen werkeln, aber es läuft weiterhin. Also alles gut. Speicherstand ist erhalten geblieben. Mods scheinen auch noch zu funktionieren. Also das passt soweit alles. Allerdings gab es bitterbösere Ladezeiten. Hoffen wir mal, dass das noch ein bisschen gepatcht wird. Gerade am Anfang stand ich erstmal nur vor so einem kleinen Launcher-Button und dachte mir so, ja, startest du mal irgendwann. Also ich hoffe mal, dass das noch behoben wird. Patch Notes kann jeder natürlich selber bei Steam nachlesen. So kleine Details sind auf jeden Fall, dass es hier schon im Forschungsbaum ein bisschen anders aussieht. Wir hatten ja sonst eigentlich das Flugzeug mit der 250-Kilo-Bombe als reines Flugzeug. Das war's. Und dazu gekommen sind, ist noch ein kleines Flugzeug mit einer 50-Kilo-Bombe und ein Aufklärungsflugzeug. Sowie diverses Artillerie-Sperrfeuer. Einmal hier mittleres Sperrfeuer, Mörsersprengfeuer, mittleres Artilleriefeuer, schweres und schweres Artilleriefeuer. Die kann man jetzt hier mit in die Spezialsachen reinpacken. Insofern man dann die erforderlichen Punkte haben. Sobald ich da einen Forschungspunkt für über habe, werde ich mal so ein Artillerie-Ding mitnehmen. Und dann werden wir uns mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ich kann mir jetzt so tatsächlich so kaum was drunter vorstellen. Ich gehe mal davon aus, dass da auf einmal bam, 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 massenhaft an Mörsergranaten bzw. schwerem Artilleriefeuer niedergeht auf der Position. So ähnlich wie man es wahrscheinlich schon so von Company of Heroes und so weiter kennt. Da könnte man sowas ja auch machen. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass das so ähnlich ist. Den Bomber nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, wir haben ja in der letzten Schlacht auch theoretisch fast alle Truppen verloren. Deswegen haben wir hier auch mal jetzt fleißig neue Truppen reingepackt. Die Züge von 1 bis 4 sind fast grundlegend ja, verändert, sage ich mal. Die 7,5 Pack 40 habe ich jetzt noch mitgenommen. Warum? Falls wir noch mal auf mittlere Panzer treffen, gegen die KV sah es ja schon ein bisschen eng aus. Deswegen nehmen wir sie trotzdem mit. Mal gucken, wie das passt. Dann haben wir hier neu die 88 Flak. 8 Flak 18. Da gibt es noch eine 36er als Weiterentwicklung. Hier. Haben wir aber noch nicht erforscht. Ich glaube aber, dass wir damit, da das nur zwei Forschungspunkte kostete, musste man sich das eigentlich gönnen. Die 8 waren, glaube ich, für die 88 Pack nötig. So können wir auf jeden Fall, denke ich mal, ein bisschen was jetzt gegenhalten. Ich weiß natürlich nicht, wie gut die Reichweite von dem Ding hier ist. Das werden wir sehen. Ich hoffe mal, dass sie das hier, so ich das sehe, wahrscheinlich schleppen müssen. Oder wo hier so eine Anhängerkupplung dran. Also, vielleicht kann das ja auch gezogen werden. Ich habe einfach mal so ein Kettenfahrzeug mitgenommen. Dachte mir so, dann kann das wenigstens gezogen werden. Brandenburger sind mit dabei. Zwei Züge komplett. Die Artillerie von den Russen, die wir jetzt die ganze Zeit benutzt haben, ist ja auch in DS. Deswegen deutsches Feldgeschütz. Feldlafette, Feldgeschütz. Ich weiß gar nicht, wie das Ganze heißt. Hier steht ja nur 10 Zentimeter SEK. Sprengkommando. Keine Ahnung. Nein. Ihr wisst es, schreibt's rein. Das leichte Infanteriegeschütz muss sein. Ne? Einmal Solo-Panzerbesatzung als Reserve. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Die kosten auch nur 4 Punkte so. Und ich dachte mir so, was nimmst du mit? Sani, Scharfschütze ist mit dabei. Ein Spähfahrzeug. Ja, ich bin so einer, der immer mal ein bisschen nach vorne pusht und dann guckt, was da so ist. Also das werden wir verlieren. Egal. Und im letzten Zug sind dann nochmal die schweren Geschütze bei. Drei Panzerkampfwagen, vier Ausführungen F2 und nochmal eine 8-8er Flak. Ich glaube, damit sind wir dann eigentlich relativ gut ausgestattet. Wir können, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt demnächst genug Forschungspunkte haben werden. Dann können wir hier im Panzersegment auch nochmal ein bisschen aufrüsten. Da gibt es ja natürlich noch die Ausführung G und H. Bei G haben wir ja schon eine etwas bessere Panzerung als bei der Ausführung F2. Bei H ist es eigentlich gleich. Ich glaube, da kamen nur diese Seitenschützen an den Seitenschützen an den Seiten, die Seitenschützen dran. Und so ein MG mit oben drauf. Und danach geht es ja dann schon wirklich Richtung Tiger. Bei dem anderen Forschungsdingens, ich hatte jetzt mir hier ein bisschen was so angeguckt, so von den, was es noch so als Alternativen gibt.
Ich glaube aber, dass vom Panzer her Tiger etc., glaube ich, uns am weitesten bringen werden. Da das jetzt auch nicht mehr so weit ist und wir von der Kampagne auch noch gar nicht so weit sind, von der Kampagne, denke ich, sollte das eigentlich passen. So dass wir wahrscheinlich, ja, Tiger 1, Tigerausführung E, vielleicht noch den Tiger 2 mit reinkriegen. Der kostet ja auch schon 13 Punkte, was ja echt massiv ist. Ob es dann noch zum Jagdtiger theoretisch passt. Da ist er hier. Hier ist auch noch ein Tiger Ausführung E. Achso, okay. Naja, ob das dann wirklich noch passt, das werden wir dann sehen. Keine Ahnung. Den Panther werden wir, glaube ich, nicht benötigen, obwohl es ja eigentlich einer der besten Panzer generell ist. Schnelligkeit ist immer von Vorteil. Ja, hier oben haben wir relativ wenig erforscht. Ich bin auch noch überlegen, ob wir hier vielleicht trotzdem noch das MG42 auf Lafette mitnehmen, um einfach stationär ein bisschen besser in der Verteidigung dazustehen. Was ich da so ein MG42 vielleicht als Flankendeckung, falls da Infanterie läuft, haben wir ja schon erlebt. So, hier glaube ich, war nichts mehr, was irgendwo noch interessant ist. Ja, ich glaube, das war's soweit. Uninteressant, glaube ich. Panzernester. Ich glaube, das braucht man alles nicht. So, das waren hier. Habe ich noch mal überlegen. Panzerschreckeinheit. Panzerjäger Gruppe. Ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Ja, ansonsten das Übliche. Ne? Wir müssen noch die achte Stufe, also die nächste Stufe vom Stab machen hier. Und dann halt die fünfte Anordnungsstufe. Und die Defensive müssen wir auch noch ausarbeiten. Ich glaube, bei der fünften. Wenn wir 5 Forschungspunkte kriegen, machen wir auch erstmal die mittlere Befestigung. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, suchen wir uns eine Mission aus. Tja, alles hier ein bisschen zicki-zacke, was wir gemacht haben. Hier gibt es Forschung. Dann nehmen wir das auch. Schlachtfeld. Sagt mir nichts. Keine Ahnung. Kenne ich nicht die Map. So, speichern. Und go. Ich hoffe mal, dass jetzt die Ladezeiten hier trotzdem schneller gehen als beim Start des Games. Also wie gesagt, wenn nein, dann skippe ich das für euch. Dann braucht ihr nicht hier eine halbe Stunde warten oder so. So, der Archibald Wavell sagt, ein kühner General kann Glück haben, doch kein General kann Glück haben, wenn er sich nicht kühn ist, wenn er nicht kühn ist. Ein General, der sich von Regeln einschränken und stören lässt, wird in keiner Schlacht siegreich sein. Ja, träumen nach dem Motto, Spaß am Verrecken. Das ist mein Glück. Obwohl ich finde ja auch, dass diese Verteidigungsmissionen tatsächlich immer noch ein bisschen schwieriger sind, da das, ja, das geht alles sehr schnell im Getümmel was unter. Dann wird es echt reichlich schwer tatsächlich im Spiel. So, drauf sind wir auf der Map. Okay, mal einen Schluck trinken und dann geht's los. Das sind auf jeden Fall schon mal 3 Flaggen. Andersrum. Hatten wir die Karte hatten wir doch schon mal. Welche? Hört sich aber komisch an. So, falsche Richtung. Ich dachte gerade schon nicht so. Das ist aber komisch. Aber die Karte hatten wir schon mal. Wir haben nur von der anderen Seite angegriffen. So, ich gehe mal davon aus, die Gegner werden sehr von weit von vorne kommen. Schon mal 2 Gräben erstmal direkt. So, hier hatten wir eine Pack. Wo ist das Geschütz? Brandenburger. Jetzt muss ich erstmal hier gucken.
Okay. Geht's los? Den hier abknallen. Ja. Ich stehe auch. Panzerkampfwagen, jetzt muss ich gerade mal selber gucken. 7,5 und das 10 cm SK. War das jetzt das oder das? Jetzt mal das erstmal. Muss selber gucken. Es kann angehangen werden, das ist gut. Okay. Jetzt schon nach Munition fragen. Ist doch noch gar nichts passiert. Das klappt sogar wunderbar. Ist, glaube ich, so vom Zug her auch ganz cool. Mit der Flak vorne dran. Komm, 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 komm. Irgendwo schießt da was Großes. Rückzug. Kontrolle drin gehabt. Was bedeutet das? Ist da was im Weg? Doch mal. Kann der nicht schießen oder was? Oder will er nicht? Was hat er für Probleme? Achtung, Feindpanzer! Ledig. Nicht weiter feuern. Dann stellen wir das mal dahin. So. Dann halt doch noch nicht richtig. Gucken wir mal hier. Da ist die Infanterie. Das Geschütz. Ein Scout. Wo soll das Ding hin? Das ist die Panzercrew. War das noch nicht richtig positioniert, scheinbar? Und die schicken wir dahin. Jeder Schuss gilt.
Möchte ich auch noch da oben packen? Guck, ob der das versteht. Ja, auch zu schießen. Sollte ich immer eure ganze Munition verballern? Dann ablösen. Was denn du da? Hallo? So, kannst du erstmal hier das Bauernhaus wegmachen? Hast du erstmal was zu tun? Wann geht's los? Endlich los. Ich spaß mir erstmal. Wir bomben erstmal da hinten ein bisschen rum. Sie brauchen einen Offizier? Ja, wie heißt unser Leutnant? Wir denn hier überhaupt einen Leutnant drin? Hätte er nicht hier drin sein müssen? Oder ist er schon von alleine ausgestiegen? Sie machen mich zur Zielscheibe! Schnell, Männer, sucht euch Deckung! Nicht zurückweichen, Kameraden! Sucht euch Deckung her! Panzer, 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 Panzer! Bereich halten! Panzer! Wir brauchen schwerere Waffen! Haltet das Gebiet! In Schussposition bleiben! In Deckung! Das ist nicht dasselbe Panzer nochmal. Jo. Soll ich aber jemanden reparieren? So, da sollte jetzt keiner mehr reparieren, oder? Ne, ich glaube, das ist jetzt still. Hier die Befehle. So, rennst mal darüber. Diese Stellung wird gehalten, ist das klar? Oh, 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 oh. Pass auf! Vorsicht! Feindliches Geschütz! Was soll denn hier so für eine Reichweite? Achtung! Feindliches Geschütz! Unter Kameraden! Feindliches MG! Ich glaube, das Geschoss kommt da hinten nicht an, glaube ich. Gut, Flanke ist geschützt. Das war die Leitung, aber egal. Da war aber noch einer, ne? Hab ich zwei Geschütze gesehen. Steht da noch? Okay, das ist nur Maxim. Ein Scharfschützen. Du hast zurückgeschossen?
Gibt es Verletzte? Wo sollen wir mit dem Teil hin? Ne, es gibt keine Verletzten, das ist schon mal gut. Bin ich sehr zufrieden mit. Ja, warte, nicht drehen, nee, warte, hier, nochmal da einschießen. Ding ist immer noch nicht kaputt. Das scheint auch eine krasse Reichweite zu haben, ne? Fällt hier runter, das ist ja schon ein bisschen was. Aber, Moment, ich wollte mal gucken. Haben wir mal ein neues Spielzeug hier? Begebe mich in Deckung! Okay. Haltet euch bereit! Nicht zurückweichen, Kameraden! Höher zielen. Bleibt in Schussposition! Schnell in Deckung! Okay, das ist gar nicht mal so übel. Gutes Teil. Was steht denn da noch? Glaube ich auch nur Maxim, oder? Ja. Einmal Bomben, bitte! Das so doch nicht. Dir sicher ist es auf jeden Fall nicht. Lebt auch schon wieder. Ich glaube, wir haben hier noch... Ich weiß nicht, mal gucken, ob wir da noch was hinstellen müssen. Mal darüber, bitte. Ey, wo ist das denn explodiert? Wohin mit dem Ding? Der muss sofort noch. Jetzt haben wir was getroffen. So, wir weiten mal unsere Frontlinie ein bisschen aus. Kann wieder nichts sehen, ne? Feuer! Da ist noch einer. Ah, der ist noch nicht tot. Jetzt aber. Nehmt das Teil in die Hand und los! Achtung! Feindliches Geschütz! Hier nochmal. Halt! Zurückscheißen. Schießen. Ja, dazu mal probieren. Okay, es ist leicht außer Reichweite tatsächlich. Achtung,
Deckung jetzt. Achtung, feindliches Geschütz. Bereit. Jawohl, das haben wir. Hier, ja, der Platz scheint jetzt leer zu sein. Ja, ich glaube, von da wird noch Verstärkung kommen. Achtung, schnell, Männer, in Deckung. Dort drüben, draufhalten. Achtung, feindliches MG. Dort unten. Dort, haltet drauf. Da vorne. Okay. Ja, wohin mit dem Ding? Lade nach. Hier gerade noch einen laufen sehen. Nachladen! Feuer bereit! Feuer! Mach die fertig! Ich glaube, ich habe jetzt momentan auch nur ein Versorgungs-LKW, ne? Osten? Seht da keinen. Bisschen vor, damit wir noch ein bisschen scouten können. Jetzt Feuer öffnen! Nicht Feuer öffnen, worauf? Hab gar nichts gesehen. Schön nervös, die Leute hier. Okay, das können wir noch mal ein bisschen bombardieren. Obwohl es halt sehr komisch ist, dass hier auf jeden Fall nur noch auf einmal so Luschenpanzer unterwegs sind. Diese komischen... Was sind das? Wie hießen die? BA-10? Hier zwei Stück. Und ich glaube, hier waren jetzt gerade noch mal zwei. Das ist ja eigentlich gar nichts, ne? In Reichweite dürfte ich haben. Feindliches Maschinengewehr! Los runter, Leute! Okay, dann häng du bitte doch mal hier die 8-8 an. Dann ist weg hier. Verlagern den ein bisschen. Das war nix. Ich gebe mich in Deckung.
falsch rum. Achtung! Feindliches Geschütz! Oh Gott, ich war ja wie ein Besoffener. Jetzt könnte auch neue Munition gebrauchen. Munition für alle! Das war nur ein Dach. Das ist auch nur so einer. Gib mir deine Handgranate, schnell! Achtung! Feindliches Geschütz! Feindliches MG! Schnell jetzt! Geht in Deckung! Unter Kameraden! Feindliches MG! Schnell in Deckung jetzt! Begebt euch in Schussposition! Wir müssen das ganze Gebiet abdecken! Das ist ein Jeep. Okay, da kommt ein Panzerfahrzeug. Panzer, wir sind einsatzbereit! Achtung, Feindpanzer! Funktionswechsel. Ja, überhaupt nicht übertrieben, mit einer ganzen Panzerladung da drauf zu ballern. Da steht aber eigentlich nichts mehr. Das heißt, könnten wir eigentlich versuchen zu erobern. Schießen wir mal eine Granate rein. Granate. Ey. Den Dienst hier verweigerst, ne? Das war das falsche Geschütz, glaube ich, oder? Das hier soll da nicht schießen. Ich glaube, das war jetzt der... Welches Geschütz hat der jetzt da hingeschissen? Hingeschossen. Da war ja mal voll der Bounce dabei. So. Du hörst bitte auf zu schießen. Dort, auf der Anhöhe. Also ich lass mich durch, ich bin Sunny. Hinter der Erhöhung. Matsch.
Nicht? Den Mörser haben sie noch. Alles klar. Schnell, Männer, sucht Deckung. Euch Deckung. Deckung! Schnell in Deckung! Wir lauten die Befehle. So, ungefähr hier stand der Mörser. Ja, das war ein Schützen. Naja, das wäre jetzt cool gewesen. Wie lauten die Befehle? Und die Wasser, was fällt da? Der Beschuss, ne? Okay, erobert. Okay, dann schieß bitte noch ein paar Mal hier rein. Ey! Und nicht auf die eigenen schießen! Verrückter Panzer.
Rückzug, Rückzug, Rückzug. Das ist so ein Quad-Ding. Lauf, 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 lauf. Glaube ich, ne? Kann das sein? Jo. Aber der ist noch heile. Da läuft doch sogar noch der Motor. Da ist alles voll schief. Okay, erstmal Feuer einstellen, dann gucken wir uns das Ganze jetzt noch mal kurz an hier. Offizier einsatzbereit. Geht aber noch was. Kann ich hier nicht aus so einem Fenster schießen? Ich nehme ihn aufs Korn. Sehr schön. Panzer meldet sich einsatzbereit. Für den ist der Krieg vorbei. So. Ja. Mal dahin, dann habe ich ein bisschen Sicht da drauf. Ab ins Schützenloch mit euch. Mal ein Fahrzeug. War nur ein Transporter, glaube ich. Diesmal trotzdem drauf. Hm. War da keiner drin? Kann ich eigentlich fast nicht glauben. Ich glaube, der hat bestimmt Infanterie abgesetzt. Schon wieder die falsche Taste. Mal nach vorne mit dem Offizier ein bisschen. Hast du noch eine Zigarette? Ja. Sieht der Spot leer aus. Hm. Wer schießt da und vor allen Dingen auf wen? Da oben. Wo sollen wir mit dem Teil hin? Hinter der Erhöhung! Pass auf! Ja, wohin mit dem Ding? Deckung! Wo ist die verdammte Munition? Deckung! Deckung! Wo bleibt denn die verdammte Verstärkung? Panzer erwartet! Schuss! Rechts, Sunny! Hier rüber!
Sunny, beweg deinen Arsch hierher! Wo ist das Ding? Ich glaube, mich hat's erwischt. Bereit. Schweinebande. Nicht in Reichweite, kann das sein? Nie mehr. Okay, da müssen wir uns ein bisschen umpositionieren, glaube ich. Hinter sich. Hier stand dieses doofe Geschütz noch. Irgendwo hier ist noch ein so ein Typ. Panzer einsatzbereit. Für den ist der Gegner vorbei. Würde ich auch so sehen. So, Bumm. Ich hätte gerne einen Bumm. Da war wieder alles viel zu lange hier. Das ist nicht in Reichweite oder was? Oh, da kommen von zwei Seiten nochmal Verstärkung. Teilen wir mal ein bisschen. Was hat er denn da erwischt? Irgendwas Großes hat er gerade erwischt auf jeden Fall. Doppelverstärkung. Dran. Hier irgendwo ein Panzer. Da kommt was. KV-1. Macht ihr Platz? Nachladen.
Komm, komm, komm. Mach den fertig. Haut den weg hier. War das? Hat's nur clear gemacht. Ist immer noch nicht leer. Okay. Der hat einen Treffer abgekriegt hier. Da ist auch der Turm kaputt. Da. So. Ich bin bereit. Okay. Na? Jawohl. Achtung, feindliches Geschütz. Truppen, wo sind denn meine Ostlinge? Sehe ich die schon, Ostlinge? Warte. Hat jemand Lust auf eine Runde Skat? So, es sieht doch ganz gut aus. Jawohl. Keine Bange, ich passe auf euch auf. So, du nimmst erstmal das da in Beschlag. Du auch? Das ist nämlich alles Beute. So. Was ist denn der Mandant jetzt hin? Hat er nicht angefangen hier zu reparieren? So eine faule Sau. Einen erwischt? Ja, da oben. Da, Kommandier! Ждём дальнейших указаний. So, ein bisschen weiter nach vorne. Ach. Ach. So, ein bisschen verteilen das Ganze. Anhängen.
Dann können wir den KV schon mal reparieren da vorne. Und fangen da drüben an, das Ding zu bombardieren. Schon mal grob ausrichten. Ich glaube, den einen habe ich, glaube ich, verloren. Kann das sein? Oh, hier wird er mir angezeigt. Ist sogar noch heile, der Typ. Reparatur bitte. Auch Reparaturteil. Zack, weg. So. Okay. Maxims waren das jetzt hier noch. Das, der Rest ist uninteressant. Den LKW nehmen wir hier gleich einfach so mit. Da brauchen wir, glaube ich, nur... Hätte doch nicht mehr. Dann reparier den mal. Kaputt, LKW, Transport-LKW sind uninteressant. So, du mach mal hier Lucky Lucky. Was da hinten noch so abgeht. Das ist ein Maxim, was ich da sehe. Ist das? Ich schick mal einen Bomber drauf. Einfach hier so hinten drauf. Ah, schade, das Ding kann man nicht steuern, schade. Ah, Wumps. Okay. Das sieht doch eigentlich relativ gut aus für uns. Der Panzer hier wieder einsatzbereit. Was sollen wir tun? Nicht da reingehen. Reparieren? Ist repariert, okay. Hier fehlt aber Crew drin. Ja, da sollten wir safe drin haben. Einsatzbereit.
dem Teil hin. Offizier hier! Sie machen mich zur Zielscheibe! Wo soll das Ding hin? Hier die Befehle. So, erledigt. So, das Ding hier nenne ich jetzt mein eigen. Da war auch noch einer über. Das hier nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Dann haben wir hier die beiden Geschütze. Ein KV. Den nehmen wir schön als Panzersau hier. Der hält ja schon echt einiges aus. Boah, der hat auch fast nur... Guckt euch mal die Trefferzonen an. Wanne, Wanne... Drei oder viermal Kette. Es könnte sogar fünf Schuss sein. Alter Verwalter. Zwei Seitentreffer. Den Turm kann ich jetzt erstmal so nicht sehen. Ist natürlich echt krass. Sagen wir, gut zerschossen. Ja, das gefällt mir. So, das nehmen wir nicht mit. Auf keinen Fall. Ja, das war's schon. Das hier ist ja auch eigentlich so ein schweres MG, glaube ich, ne? Ja. Kann das sein? Kannst du da nicht dran gehen, oder was? Oder willst du nicht? Fortfahren noch? Ja, kurz gucken, wie viel Munition das passt im Magazin. Oh, zum Schluss. Okay, das ist nicht so viel. Aber da fällt mir immer so ein, da war doch noch eins. Oder meine ich das nur? Gehen wir mal so ein Schützen eben hier. Nein, nicht das Geschütz. Das hier, den Typen hier will ich haben. Wo war das denn? Irgendwo hier stand das. Das ist der Mörser. Da ist es. Aber sehr gut getarnt. M1938. Ist das das gleiche, ne? M1938, jo. Das hier, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Hier steht schweres Flugabwehrgeschütz. Ja, okay.
Ich würde sagen, das ist schon so das Gegenstück zu der 8-8, glaube ich. Oder? Das könnte hinkommen. Gut. Finish. Fertig. Erfolgreich. Minimale Verluste. Also wenn ich mich jetzt dieses Mal Runde mal nicht selbst loben darf, dann weiß ich auch nicht. Also, grandioser Sieg. So, damit die Folge jetzt nicht noch elendlang wird. 6 Punkte haben wir erreicht. Das ist schon mal sehr gut. Und wenn es wieder zum Verteidigen heißt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.